Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute habe ich zwei für mich sehr exotische Flaschen hier stehen. Ich habe eine Flasche von The Whisky Trail und dann habe ich eine Flasche, die heißt, wie heißt sie denn jetzt? Vital Spark. Vital Spark, Vital Spark ist ein Schiffsname. Kommen wir noch zu. Auf jeden Fall hatte ich beide noch nicht. Das hier hinten ist Batch Nummer 2. Also das erste hatte ich auch nicht. The Whisky Trail ist mir dann doch schon häufiger untergekommen bei meiner Suche nach interessanten Malts. Aber bis jetzt konnte mich noch keine letzten Endes überzeugen, dass ich sie unbedingt bestellen musste. Ist ja nur ein Bauchgefühl, um Gottes Willen. Das ist nicht negativ gemeint. Diese Abfüllung hier läuft unter dem Titel High Five. Und da wurde ich so ein bisschen, ja, rattig. Es sollen da drin Malts verwenden oder Malts enthalten sein. Von HP, also Highland Park, McKellen, Banner Heaven, Glen Rosses und Tamdu. Ist ja erstmal nicht schlecht. Und ihr merkt gerade, es handelt sich um ein Vetted Malt, um ein Blended Malt, Vetted Malt, wie auch immer. 15 Jahre. Und alle lagen angeblich in Sherry-Fässern. Habe ich immer in den Beschreibungen der unterschiedlichen Shops gelesen. Beim Lesen auf dem Etikett steht aber nur Matured in a. Also mein Englisch ist ja wirklich nicht gut. Also in einem Sherry-Fass. Keine Mehrzahl. Also die müssen sozusagen, ich will ja gar nicht sagen Reste, hört sich so negativ an, aber die müssen ja aus irgendwelchen Fässern, wo der von den einzelnen Brennereien der Single Malt lag, müssen sie kleinere Mengen abgenommen haben und dann ein Fass befüllt haben. Was das als erstes für Fässer waren, ob das wirklich alles Sherry-Fässer waren, das hört sich für mich, könnte ich daraus lesen, matured in a Sherry Cask. Das ist vielleicht nur ein Finish, sozusagen auch, wo die Vermählung stattgefunden hat, gewesen ist. Aber das ist alles reine Spekulation. Leider Gottes gibt uns hier der Hersteller, wie auch immer, hinten ist, steht was drauf, Selected by and Bottled for Alba Import. Die haben diverse Brennereien und unabhängige Abfüller im Programm. Ich glaube, Kilchoman ist zum Beispiel dabei. Aber ich möchte jetzt nicht lügen. 43,1 Volumenprozent. Weiß nicht, wer auf die Zahl kommt. Von Fassstärke steht nicht dabei. Steht nichts dabei. Nicht kühl gefiltert. Müsste man eigentlich mal kalt stellen, ne? Mit der Alkoholzahl, Alkoholvolumenprozenten. Und, nicht gefärbt. Ne, eine schöne, klassische Whiskyfarbe. Gefällt mir. Der andere, ich blende mal ein, ist da ja fast schon zu aufdringlich. Okay, das dazu. Wir nehmen mal den zweiten Kandidaten. Und der ist, da habe ich mir Notizen auch gemacht, von Meadowside Blending. Kennt man von The Malt Man, The Grain Man, Excalibur Blend habe ich bei denen noch auf der Seite gefunden. Das ist so ein sehr alter, ja auch Blended Malt. Kostet hier 45 Euro. Lasst euch nicht täuschen, die Flasche ist zwar größer als hier die Standard Bottle, aber es sind nur 0,5 Liter drin. Kostet 45 Euro. Er liegt so leicht über 50. Sonst habe ich hier auch nichts drauf. Ah ja gut, Donald Hart ist ja noch ein Name in der Branche, steckt dahinter. Was mir hier aufgefallen ist, also ist es Batch Nummer 2, es gab schon mal einen 10-jährigen. Hier haben wir 12 Jahre, 50,2 Volumenprozente und hier steht auch Fassstärke, also natürliche Farbe und Fassstärke. 50,2 nach 12 Jahren, das finde ich schon arg wenig. Nicht, dass ich das bestreiten will, aber das ist schon, hat man meistens doch höhere Alkoholgehalte. Er ist rauchig und man weiß nicht aus welcher Brennerei. Das Ding ist ein Eyecatcher, sieht gut aus, hat es mich ja so auch irgendwie gekriegt.
Aber ja, anders kann ich mich nicht rechtfertigen. Was hatte ich denn noch? Genau, es wird, das finde ich irgendwie so ein bisschen bekloppt, manche Shops geben an, na, den Wortlaut habe ich jetzt nicht genau, es wird gemunkelt, es wird vermutet, dass er von Eila kommt. Aber dann verstehe ich es nicht, warum man es nicht draufschreibt. Also jede, selbst Lidl schreibt auf ihren Ben Bracken Eila drauf, ne, wenn es ein Eila Malt da drin ist. Eila zieht, man kann mehr Geld nehmen. So sind meine Eindrücke. Da wüsste ich nicht, warum man es nicht draufschreiben sollte, wenn er denn wirklich von Eila wäre. Wir werden es gleich mal sehen. Ich werde es euch am Ende auch nicht sagen können, wo er herkommt. Aber mal schauen. Oloroso Sherry Finish. 1280 Flaschen, wie gesagt, an 0,5. Ist irgendwie so ein bisschen zu viel für ein Bud mit Angel Share. Ja, gut, wenn sie es voll machen, ja, gut, ich weiß, oder so ein Puncheon. Weiß ich nicht. Oder sie haben einfach zwei Hogsheads genommen. Denn ich würde ja bei einem Einzelfass, würde ich ja einfach Single Cask rausschreiben. Hört sich auch immer toll an. Und das machen sie hier auch nicht. Vielleicht waren es zwei Hogsheads, ne? So, okay. Ja, bei den Brennereien wie eben McKellen und Highland Park, ja, Tamdu, auch nicht verkehrt. Das riecht spannend. Der ist 15 Jahre alt, das ist ja heute schon ein Alter. Erinnert mich an einen Highland Malt. Schöne Kräuter da drin. War schon so ein bisschen nussig, Kräuter, Würze. Also ich fange jetzt bestimmt nicht mit dem Rauch an, den ein HP vielleicht noch schon minimal hat, wenn ich den mit so vielen anderen Brennereien mische. Der Banner Heaven war bestimmt auch nicht rauchig, also. Aber er hat eine schöne Nase. Also er riecht in der Nase dunkler, als er ist. Dattel wird es ganz gut fassen. Dattel. Er hat was von so einer Bananenmilch. Ich mag nicht gern Banane, deshalb denke ich bei sowas hier an Bananenmilch, die trinke ich komischerweise. Aber mit Kräutern drin. Das macht es ein bisschen strange. Aber sonst, da ist kein Apfel, da ist keine Birne. Da ist höchstens sowas wie eine Aprikose. Was dann rüber geht über meine Bananenbuttermilch bis zur Dattel. Da kommt die Würze und ich habe Kräuter. Also gut, wenn ich jetzt hier High Five, fünf Brennereien drin habe, muss es ja auch schon irgendwo komplex sein. Vielleicht habe ich bei den Kräutern, schiebe ich jetzt ein bisschen auf den Highland Park, weil ich es davon kenne, die Kräuternote. Wer ist denn sonst von denen ein klassischer Highlander? Keiner, ne? Ja, ich weiß, jeder Space-Sider ist ja auch ein Highlander. Ja, der hat so was leicht Nussiges oder so geröstete Aromen. Ich will nicht sagen Kaffee, das ist zu intensiv. Geröstete Nüsse. Ja, bleiben wir dabei. Der ist ganz nett. Eine schöne Honig, süße Note, die man ja auch beim Whisky hat.
wird jetzt immer stärker, nachdem die Eiche ablässt. Die ist mit 15 Jahren erwartungsgemäß etwas stärker, aber alles schön im Rahmen. Es ist eben ein Wetting, ich kriege es nicht so leicht auseinander. Auf der einen Seite will man sagen Nuss, dann denkt man wieder, nee, das ist doch eher so auf der Kräuterseite. Dann kommt das nächste und man hat dann doch schöne Sherry-Aromen, die überhaupt nicht übertrieben sind. Und das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Weil man ja oft so wie hier hinten, ich bin jetzt mal voller Vorurteile, so ein Platsch über gestülptes Finish hat, was richtig Intensität geben soll, aber oft nicht so fein ist. Ne? Wenn man mit einem Dampfhammer arbeitet, dann ist das alles nur nicht filigran. Ne? Und das hier, auch wenn ich ja eben so ein bisschen ja, mal forsch war und gesagt habe, vom Text her könnte ich daraus auch ein Finish in so einem Fass machen, finde ich die Note hier sehr schön und so unspektakulär. Trotzdem ein volles Aroma. Erinnert mich an noch etwas ältere, schön gereifte Hogsheads. Nur dann, dass sie so einen ganz leichten Sherry-Tick drin haben. Aber da ist was mehr noch. Aber also, das finde ich gut. Entschuldigung. Aber es ist unheimlich spannend, auch wie sich diese Würze also in so Nuancen am Ende bewegt. Dann kommt wieder mehr diese Süße durch, dann kommt so ein bisschen mehr Schokolade durch, dann wird es nussig. Es ist unheimlich schwer, ein Wetting, ein gutes zu machen. Ich habe ja mal stümperhaft einen Versuch gestartet. Und das hier muss ich als sehr gelungen anerkennen gegenüber meinen Künsten zu blenden. Gut, wie gesagt, die werden es ja noch in diesem Fass Matured in a Sherry Cask. Jetzt kann man natürlich auch positiv sagen, die könnten es direkt in ein Fass gefüllt haben, aber da unterstelle ich mal, so weitsichtig ist keiner. Dass er die Mengen schon abschätzen kann, das glaube ich nicht. Das werden sie nachträglich gemacht haben. Und dann werde ich es da drin noch eine Zeit lang ruhen lassen und wenn es ein Sherry Fass ist, es ist, was heißt, wenn es ein Sherryfass ist, es ist dann immer irgendwo auch eine Art Finish, ne? Ja, aber das Premium Single Cask, Entschuldigung, Premium Single Cask Bottling. Das Premium lassen wir jetzt mal weg, aber es ist ein Einzelfass Bottling, klar. Ein Sherryfass. Und wir haben ja oft diese Diskussion auch bei manchen Brennereien, die es als Single Cask verkaufen, machen Sherryfass voll und füllen es dann mit Hogsheads, Ex-Bourbon, was auch immer auf, dann habe ich ja doch schon mehr Fässer verwendet. Aber da haben wir irgendwie nochmal die Bestätigung, dass es am Ende ein Fass war. Also die Auflage wird hier auch nicht riesig sein. Und der gefällt mir. 50 Euro plus ist jetzt leicht über 50 Euro, ist eine Hausnummer. Aber der imponiert mir. Weil er auch also nicht eindimensional ist. Es ist nicht nur auf dieser Sherry-Seite. Es ist keine dunkle Suppe. Dunkle Suppe? Kommen wir gleich mal zu Kandidat 2. Mal schauen, ob der da mitkommt. Wie gesagt, er hat mich ja übers Marketing gekriegt. Fand ich sehr interessant aus. Fing ich an zu lesen. Dann suchte ich hier für ihn noch einen zweiten Kandidaten. Jetzt war ich mal ein bisschen stumpf bei mir, Entschuldigung. Also,
Da steht was mit Heavenly Peated in den Beschreibungen in den Shops. Steht es denn hier auch drauf? Peat and Smoke. Heavily finde ich es auf den ersten Blick nicht. Weil ich finde den nicht heavily peated. Meine Nase ist heute ganz, ganz in Ordnung, finde ich. Einfach nur von dieser Stärke des Eindrucks. Es war jetzt nicht heute, aber vor ein paar Tagen hatte ich noch einen Laphroaig. Und ja, ihr wisst, wie das ist, wenn man Eilamort im Glas hat. Beaumont jetzt mal außen vor. Aber auch an Beaumont erinnert er mich nicht. Peter Käuflin würde jetzt sagen, Beaumont hat einen quarzigen Rauch und ich lerne ja gerne dazu. Ich habe ihn wirklich da als Lehrmeister angenommen beim Beaumont, habe mir ein paar Beaumonts angeschenkt und ich glaube, ich weiß, was er meint. Aber das habe ich hier nicht. Also ich, wie gesagt, glaube ich nicht. Es ist mehr irgendwie auf Höhe vom Springbank. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Springbank ist. Oder ein Glen Scotia peated. Oder Talisca. Also von der Rauchstärke, ich sage jetzt nicht, dass das diese Brennereien sind, aber nur damit ihr so eine Vorstellung habt, wie ich das einschätze. Ein paar habe ich ja schon getrunken. Wie gesagt, wir kommen am Ende nicht hier zu einem Ergebnis, welche Brennerei es ist. Aber von meiner Vermutung her glaube ich nicht an einem Islay Malt, da die bis auf Beaumont, wie gesagt, einfach zu dominant im Rauch sind. Ja, was habe ich noch? Also dahinter habe ich wirklich klassischen schweren Sherry. Oloroso wird ja verwendet. Fruchtige, säuerliche Note. Säuerlich hatte ich da gar nicht. Ich merke das oft nicht, wenn ich was nicht habe. Und wenn ich es dann habe, deshalb trinke ich, wie gesagt, gerne zwei Malts. Also säuerlich war der gar nicht. Der war würzig, gute Eiche, schön harmonisch. Aber ich bin jetzt bei dem Malt. Entschuldigung. Dann kann ich noch wohlwollend Lakritze sagen. Ja, auf der Trauben- und bärigen Seite als jetzt Rosinen und so diese ganz schweren Geschütze. Vielleicht. Bisschen Zitrus merke ich da auch noch. Zitrus, Vanille. Rauch blende ich jetzt fast schon komplett aus. Und beim Islay Malt kann ich den eigentlich immer noch wieder einfangen. Wie gesagt, Fassstärke leicht über 50%. Müsste jetzt ein bisschen stärker kommen, ne? Mal gucken. Man merkt, dass er jünger ist. Klar merke ich auch den Alkohol. Ich tue da gleich mal ein bisschen Wasser ran. Ich rede einfach mal weiter, mal gucken, ob das geht. Nicht mit gerechnet, denn leicht über 50. Hätte ich das jetzt nicht gedacht, aber ich glaube, den müssen wir ein bisschen aufmachen. Na, hinten raus wird er schöner. Er war mir jetzt am Anfang ein bisschen zu wild, stürmisch, ungestüm. Ich nehme ihn nochmal gleich unverdünnt und dann verdünnbar. Jetzt habe ich ihn am Gaumen. Der Abgang wird schöner. Er wird süßer. Viel Würze habe ich jetzt nicht. Ich habe so eine klassische, wie ich sie oft empfinde, Finish-Würze. Kurz so einen Kick von der europäischen Eiche. Und dann baut es schnell ab. Ich habe natürlich keine Ahnung, in was dieser Malt vorher lag, kann auch europäisches Holz gewesen sein. Also von daher, ich habe etwas vom Korken im Glas. Ja, ganz klein.
Hey, nimm noch mal. Also von der Nase finde ich ihn recht verschlossen. Ich will die ganze Zeit Wasser reintun. Ich nehme noch einmal. Ja, der Rauch ist da, bildet ein Teil, er ist aber nicht irgendwie dominant. Rauch wird ganz unterschiedlich wahrgenommen, ich weiß es. Aber er hat eigentlich nicht dieses Bild eines klassischen Ale Malt. Für mich persönlich. Und jetzt kommt wieder dieser Moment, dass er für mich gewinnt. Weil er weg ist, ne? Nein, also der Abgang, der imponiert mir, den finde ich gut. Habe ich jetzt wirklich, hatte ich eben schon mal Lakritz gesagt, es wird so eine Mischung zwischen Lakritz und Schoko, so ähnlich wie in dieser Colorado-Packung von Haribo, diese viereckigen Dinger, die keiner mag. Hört sich jetzt nicht lecker an, ne? Aber hier ist das in Ordnung. Wo in der Mitte eben, sag mal schnell, Lakritz ist und oben und unten, ich weiß nicht, wie die das machen, wie die in so ein Gummizeug-Schokogeschmack kriegen, aber sie schaffen es ja irgendwie. So. Also den Rauch kann ich auch irgendwie schlecht einschätzen, weil er so schwach ist. Lagerfeuer, phenolisch, ne, medizinisch, wie auch immer. Speckig. Mhm. Also wenn, dann bin ich eher ein bisschen eher Richtung phenolisch, auch wenn es jetzt nicht Hammer ist. Ja, der hat jetzt ein bisschen aufgemacht vom Rauch her. Also ich finde ihn nicht ganz rund. Habe jetzt noch nicht den großen Spaß dran gefunden. Oh, jetzt wieder gar nicht so schlecht. Verdünnen, auf jeden Fall. Die Aromen öffnen sich. Er wird richtig ölig von der Konsistenz. Legt sich viel besser in den Mund. Die Aromen sind voller. Eine richtig irgendwie eine granatemäßige Frucht habe ich da immer noch nicht. Aber diese Nusseindrücke werden stärker. Die Frucht ist, wenn dann, wie gesagt, auch eher bei den Beeren, als wie gesagt bei Rosinen oder Datteln. Aber dann der Abgang, der finde ich jetzt noch ein bisschen besser. Da geht es jetzt auch Richtung Vollmilch, die so am Ende leicht absackt zu einer Zartbitter. Und dabei ist das Absacken nicht negativ gemeint. Hatte ich dazu überhaupt hier was erzählt zu der Abfüllung? Ja, hatte ich, genau. 45 Euro, Rest hatte ich auch gesagt. Okay, jetzt generell halbe Liter finde ich persönlich fast schöner als 0,7, wenn man sie vom Preis her nicht, wenn man den Preis nicht berücksichtigt. Denn so einen halben Liter, da hat man wirklich jede Menge, um sich alleine zu vergnügen. Und dann kann was Neues kommen, so sehe ich das. Allerdings drückt sich das im Preis nie aus, dass man wirklich sagt, oh, nur, ach, der ist so günstig, weil es ein halber Liter ist. Man hat es eigentlich eher umgekehrt, dass man sagt, oh ja, der ist ja noch so gerade akzeptabel. Ach, ist nur ein halber Liter.
Dabei muss ich jetzt bei ihm hier sagen, 45 Euro war so ein Argument, wo ich gesagt habe, ja, muss ich auch für manchen Standard zahlen. Wenn ich in Lagavulin 16 Jahre haben will, dann bin ich bei 45 Euro im Supermarkt, 49 Euro oder noch darüber. Klar, der ist älter. Aber so, also sehr individuelles Ding für Leute, die da keine Berührungsängste haben. Ran, die es mögen, sowas irgendwie zu erraten, zu erschmecken. In meinen Augen kein Eilermold, aber ich kann mich auch irren. Mit Wasser tierisch gewonnen gerade bei mir, aber der Whisky Trail, High Five, beeindrucken mich gerade so die Namen. McKellen sticht natürlich heraus, ne? Wer ist so verrückt und packt in einen Wetting McKellen, den er immer teuer verkaufen kann? Ich bin so ein fieser Mobbner, da denke ich sofort, das muss irgendwas sein, wo der Malt, der reine Malt an sich vielleicht nicht überzeugt. Aber das bin nun mal ich, ne? Die Sache ist ja auch, wenn ich so ein einzelnes Fass befülle, dann reicht es ja auch, wenn ich ein Dram McKellen rein tue. Ich werde immer gemeiner.